Hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu Let's Play Path of Exile. Mit Don. Guten Tag, Bühni. Es freut mich sehr, auch heute wieder in deinem Aufnahmestudio zu sein. Nee, ich finde das doof. Ich krieg das nicht hin. Wir haben gerade versucht, ein bisschen ernsthafter zu bleiben und das Ganze ein bisschen. Aber das ist doch doof. Also, auf geht's. Jetzt gehen wir metzeln. Juhu. So, dann laufen wir den ganzen Weg wieder zurück. Wir sind in der letzten Folge ausnahmsweise mal gestorben. Was soll man tun? So ist es halt nun mal. Die sind alle tot. Respawnen doch nicht. Tja, was tot ist, bleibt tot, wa? Aber wir haben das letzte Mal respawnen. Also jetzt bin ich irritiert, aber ich will mich nicht beschweren. Richtig, weil wir sind jetzt ganz gezielt auf dem Weg zur Tidal Island, wo wir das letzte Mal schon wieder gestorben sind, um dann endlich mal die Quest weiterzuführen. Die Quest ist auf der Tidal Island, also die ist immer noch auf der Tidal Island, ein Medizinkästchen zu finden und es Nessa zu bringen. Das ist ein Schiffswrack, in dem dieses Medizinkästchen sein muss. Und jetzt laufen wir ganz gezielt und schnellsten Weges, wie man sieht. Ja, schnurstracks. Vor uns teilt sich das Wasser, wir sind Moses, auf die Tidal Island. Call me Mo. Mo? Mo Dizzle? Verschisselt man Nissel. Ah, aber hier. hier hat sich die Map wieder geändert. Ja, die dreht sich immer so ein bisschen, ne? Ja, ein bisschen. Das ist nervig. Die Island ist glücklicherweise nicht so groß, daher brauchen wir hier auch nicht die Map. Aber. Nicht gleich wieder sterben. Nein, ich gebe mir Mühe. Hier, guck, ich lade mich auf. Small Life Flask. Brauchen wir eigentlich Mana? Wir brauchen gar keinen Mana, oder? Brauchen ja doch, Mana? Diese Blitze, die du da machst, das ist auch Mana. Er lädt sich allerdings auch automatisch wieder auf. Ja. Oh, guck. Detonate Dead. Dead. Man hört wahrscheinlich jetzt übelst viel rumgeklicker. Okay, gut. Für dich nehme ich das jetzt mit. Klicke, die Klick. Das sind wieder die Dinge. Die erinnern mich an Hummerkrabben. Die Karibik, tierisch. Die sind so, die könnten auf diesem Schiff von Davy Jones. Von Davy Jones, genau. Richtig. Wobei ich zugeben muss, Flying Dutchman. Auf der Flying Dutchman. Wenn wir schon bei dem Thema sind, ne? Wie viele Teile gibt es davon? Vier? In Summe? Der fünfte ist, genau. Ich jetzt geplant. Richtig. Ich glaube, nicht nur geplant, sind sogar angekündigt. Also die werden auch Der fünfte ist gerade dabei, glaube ich. Und da, ich muss ganz ehrlich sein, der erste wirklich ein überragend großartiger Film, hat sehr viel Spaß gemacht, tolles Unterhaltungskino. Der zweite nett, der dritte wirklich, wirklich, wirklich fies anstrengend und auch die Story nicht mehr wirklich schlüssig und toll. Und der vierte, ich bin also der ehrlich, vierte hat glaube, nichts mehr damit zu tun. Ich glaube, ich habe ihn nicht gesehen. Ich bin ehrlich, ich glaube, ich habe ihn gar nicht mehr angeguckt. Ich hab den, glaube ich, wegen Penelope Cruz angeschaut. Dann habe ich ihn nicht gesehen. Ja. Wegen ihr habe ich den angeschaut und ich muss gestehen, mein einziger Gedanke in diesem Film war, hä? Ja. Das ist nicht mehr, nee, egal. Das hat mich mal drei Jahre schon so gestört, weil da sind sie auch in diesem, in der Unterwelt quasi und müssen dann hinter das Schiff wieder umdrehen und Jack so komplett abgedreht und zu viel Psychokram, das brauche ich nicht. Ich fand das beim ersten Teil so schön, dass es hatte so Anklänge von einem richtig schönen alten Piratenmantel- und Degenfilm und das ist in den anderen Teilen so verloren gegangen. Leider, was willst du machen? Ich meine, okay, gut, es gab durchaus einige legendäre Szenen, beispielsweise in dem letzten Teil. Ich metzel mich hier im Übrigen einfach mal ein bisschen durch. Ich hoffe, das macht niemandem was aus. Oh, die stehen ja noch. Ja, die stehen noch. Ich finde das, also muss ich auch mal so, ich frage das jetzt mal in die überschaubare Runde, ob das denn okay ist, wenn wir jetzt hier spielen und nebenher zur Flucht der Karibik unterhalten. aber nun, so ist es nun mal, ne? Ah, du hast mich vorhin schon kaputt gemacht. Hi, Rake. Wow. Hey, Rake. Ah, der ist auch, der ist mit Eis, der eist dich, deswegen kannst du dich nicht mehr bewegen und dann macht er. Ja, und ich kann mich auch nicht heilen. Hallo. Zeit wär's. Okay. Haut die Glatzen, bis sie platzen. Ich muss ein bisschen still sein, ich muss mich konzentrieren, obwohl ich nur einen Knopf drücke. Zwei. Du musst ab und zu auch heilen drücken. Nein, erstaunlicherweise heile ich überhaupt nicht. Also ich habe vorhin ein, zwei Mal drauf gedrückt, ja, aber jetzt nicht mehr. Gut. Aber rate mal, wir sind fertig mit unserer, und halt dich fest, unserer zweiten Quest. Der Hammer. Die zweite Quest im...
der 6. Folge. Ja, das ist genau. Der Wahnsinn. Sind die Quests zu lang oder wir so langsam? So flott sind wir. Ja, antworte mir nicht. Antworte mir. Ich will es nicht hören. Ich weiß ja, wie die Antwort ist. Ja, nein, wir sind flott. Komm, wir sind sehr flott unterwegs. Du bist ein flotter Junge, ich weiß. Oh, Mann. Doch, doch, das geht. Du kannst... Warte. Doch, doch, das kriegen wir hin. Leg die mal weg. Okay. Mal verteidig dich mal. Ich überleg mal, wie wir uns... Pass auf, ich habe da eine Idee. Ich hoffe, dass sie aufgeht. Geht doch schon. Nee, geht doch schon. Nee, geht nicht. Doch. Die tut es da unten hin. Tut es darüber. Den Spruch darunter oder da hoch und darüber. Und jetzt passt die Chest da unten rein. Ah, wunderbar. Na, wunderbar. Wenn er den doch nicht dabei hätte. Ja. Ist ja mal wieder. Geh weg. So. Und. Kalik. Super. Beeindruckend. Einfach super. Nur beeindruckend. Und, jetzt können wir auch mal schnell gucken, weil wir haben nämlich, glaube ich, schon wieder einen Kristall aufgesammelt, den wir irgendwo einsetzen können. Richtig. Und da war noch ganz viel Grüne, aber ich glaube, das ist ein. Ist das ein One- oder Two-Handed-Sword? Das ist ein One-Handed-Sword. Das ist großartig und das ist garantiert besser als eins von den anderen. 6 bis 12, ja, das klingt ja, gut. Plus Elemental Damage. Cool. Sehr gut, dann tauschen wir toll. Das gleich mal aus mit. Grün wollen wir aber behalten. Dann können wir ja doppelt grünen. Dann tun wir den. Hallo? Genau. Dann ploppen wir den da rein. Und zum Vergleich schauen wir auch gleich. Schauen wir doch auch gleich mal, was das bei uns dann verändert. Hallo? Jetzt weiß ich das Problem. Da steht Requires Level 5. Schau dir das an. Naja, dann behalten wir es halt noch eine Weile. Gut. Okay, Kollege, wo seid ihr? Was? Halt. Was? Ja, geh doch mal zurück. Du musst ja noch gucken, ob die Plate-West, die da liegt, vielleicht besser ist als das, was wir anhaben. Aber ich kann die nicht anziehen. Dann schmeißen wir die mal kurz weg. Den tun wir rein. Ich mag es aber fast zu bezweifeln. Schau mal, Armor 20. Armor 24. Ich bin beeindruckt. Ja. Faszinierend. Okay, gut, dann... Schön. Ja, also ist jetzt nicht die Welt, aber und wenn du jetzt, pass auf, wenn du jetzt das Teil hier da unten reinlegst, haben wir noch einen Vierer frei, wo wir vielleicht noch was hin tun können. Richtig, da haben wir schon wieder 100% voll. Da ist eine Mana-Flask, na gut, die brauchen wir nicht. Die aber brauchen der wir nicht. Könnte da reinpassen, oder ist der? Ja, der Bugler passt. Der Bugler. Na, also, don't save the day again. Again. Again, again. Sollst du die Barrels nicht auch? Was? Warum? Du machst die Barrels nie kaputt. Da ist bestimmt tolles Zeug drin. Ich mach dafür Kannibalen kaputt. Da sind auch tolle Sachen drin. Schau mal, Scroll of Wisdom. Da sind Seelen drin. Oh, guck mal da unten. Wir können auch im Questlog was Aktualisiertes anzeigen. Da. Wo? Ah, da. Buff. Kabam. Das sind tolle Sachen drin gewesen, nämlich nichts. Mission. You have found the medicine chest. Aha, die Medizinbrust habe ich gefunden. Nessas Medizinbrust? Notamin? Milch für den Kaffee. Boah, raus hier. Das sagst du auch erstaunlicherweise immer, nur wenn Pixelchen nicht dabei ist. Jetzt sind wir übrigens Level 5 und können das andere Messer nehmen. Mache ich gleich. Ich habe nur... Du bist gerade Sandwich. Ich bin hier. Ich bin gerade umgeben von. Finde ich interessant, nachdem. Jetzt sind wir schon. Meint ihr, das kriegen wir hin? Das kriegen wir nicht mehr hin, oder? Das können wir nicht hinkriegen, weil das sind vier und wir haben nur drei frei. Also ja, da können wir nichts machen. Wir können natürlich gucken, ob wir was wegschmeißen. Können wir schon mal. So diese Mütze? Was sind das für eine Mütze? Okay, oh, die warte, Mütze. Warte, Moment. Die Mütze schmeißen dann wir nimm weg. Den mal zurück. Die Leather Cap hat ja mehr als unser Iron Head. Was? Oh. Ach nee, das eine ist Armor und das andere ist Evasion Raid. Oh. Okay, Verzeichnung. Ich habe mich geirrt. Gut, dann, was ist das? Glasschenk. Ah, Glasschenk dürfte noch reinpassen. Yeah. Wunderbar. Oh, und ich habe ja, genau. Was machen wir nun? Gehen wir noch ein bisschen auf Dexterity? Im Übrigen weiß ich gar nicht, in welche Richtung wir uns jetzt... Ja, das ist im Moment auch übersichtlich wichtig.
Haste. 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 Kriegst du. Okay, gut, das kann ich. Das ist natürlich geil, ne? Weil das ist genau das, was wir doppelt in der Hand haben. One-handed Melee Weapon. Perfekt. Mach mal halt mehr Schaden. Und dann machen wir das da, und dann machen wir das da, und dann machen wir das da. Und was ist das da? Ah, brauchen wir nicht. Ja, weil du unseren schönen Bogen nie benutzt. Ja, das ist. Boah, das sieht jetzt auch fies aus. Das sieht jetzt aus wie in der Renaissance, wenn da gekämpft wurde. Die hatten ja gerne einen Degen und einen Dolch in der Hand. Der Dolch zum Blocken und der Degen zum Fechten. Okay. Ja, da kenne ich mich aus. Ein Dolch hätte ich für ganz andere Sachen verwendet. Ja, nee, die haben wirklich, die hatten einen Degen und einen Dolch. Mir entfällt jetzt gerade der Fachbegriff für diesen Dolch. Das reichen wir nach, falls es dein Interesse Hast du das gesehen? Oh, wo ist da? Da ist einer jetzt. Zwei eisige Schlangen. Ja. Zoomen wir mal ran. Die bewegt sich immer so massiv zwischen den Schlägen, sag mal. Das erinnert mich an Braindead. Das haben die aber richtig geil gestaltet hier mit dem. Ja, es ist schon sehr schön aufwendig. Das ist richtig aufgeschlitzte Kehle und. Ist das schön. Das Spiel ist übrigens ab 16 oder so. Halt, du hast dein Schwert liegen lassen. Vielleicht ist das geiler. Und hast du so einen Degen. Ich hab doch keinen Platz. Ja, aber vielleicht ist das ja. Das so, sieht so wie ein Degen aus. Das ist One-Handed. One-Handed 4 bis 10, 5 und 1,35. Und wir haben One-Handed. Also den tausche ich nicht um. Ja, Und da ist hier 10. Ein Ding drin. Und der hat ja bloß zwei Grüne. Und wir haben ja hier was Blaues drin. Also, Im Übrigen könnte ich mir die Mühe machen. Firetrap, Detonate Date. Das ist ja gar nicht hier. Cool! Alter! So macht das Spielen Spaß. Ich wünschte gerade der Mund offen. Das ist ja wohl Gore ohne Ende. Kannst du mal ranzoomen? Also das, wenn das einem Hostelmetzger nicht würdig ist, dann weiß ich. Wenn das kein Splatter-Spiel ist, das habe ich ja noch nie erlebt. Ich glaube, ich werde verrückt. Großartig. Wunderbar. Ich bin begeistert. Gut, dann gehen wir mal jetzt die Quest abgeben. Aber erst in der nächsten Folge würde ich vorschlagen, weil, passt gerade so gut. Dann wünsche ich noch allen einen schönen Tag und bis dann. Tschüss. Tschüss.